Teamgeist begeistert, Teamgeist bestärkt, Teamgeist beflügelt. Es sind die Hoffnung auf Bestzeiten. Es sind die Chancen auf die Trophäe. Es sind die Möglichkeiten, sich mit anderen zu messen. Und so reisen an aus ganz Deutschland zum 10. Ländervergleich des Berliner Schwimmverbandes. Er bringt die verschiedenen Städten aus NRW und generell ganz Deutschland zusammen und dann lernen sich die anderen kennen. Dieser beliebte Wettkampf ist einer der wenigen Möglichkeiten, bei dem Einzelkämpfer zu einer richtigen Mannschaft werden. Am Start sind Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2008 bis 2012. Besonders stark die Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Aber auch der Nachwuchs vom Berliner Schwimmverband im heimischen Wasser top drauf und in vielen Rennen und Lagen siegreich. Es fühlt sich wirklich cool an, auch für sein Team halt Punkte gesammelt zu haben, dass wir quasi für unser Team da waren und auch jeder halt seinen Beitrag dazu geleistet hat. Mit den letzten Kraftreserven zwar, aber auch mit mächtig viel Kampfkraft und Willensstärke. So etwas bringen nur überzeugte Sportlerinnen und Sportler auf. Die Jüngsten zum Abschluss bei der 8x50 Meter langen Mixstaffel. Noch einmal alles raushauen. Und damit ist der Wettkampftag erfolgreich beendet. In der Mannschaftswertung siegt der Landesverband aus Nordrhein-Westfalen. Und das mit deutlichem Vorsprung. Der Berliner Nachwuchs sichert sich vor dem Sächsischen Schwimmverband den zweiten Platz. Die Mannschaftswertung am Ende eine Summe der Einzelleistung. Das ist gelebter Teamsport. Und man freut sich halt voll, weil hier in Berlin auf den ersten Platz zu sein, ist halt nicht, das kann man nicht jeden Monat einmal machen. Das zeigen aber auch die vielen helfenden Hände des Berliner Schwimmverbandes, ohne die solch eine Veranstaltung nicht hätte gestemmt werden können. Die Vorfreude auf den nächsten 10 Ländervergleich ist jetzt schon sehr groß. Logisch. Denn auch im nächsten Jahr wird der Teamgeist wieder alle begeistern, bestärken und beflügeln.